Chemieparks sind riesige Areale aus Leitungen, Röhren, Schloten, Behältern und Gebäuden. Der Chempark Dormagen ist zusammen mit seinen Arealen in Leverkusen und Krefeld-Uerdingen einer der größten Europas. Hier arbeiten insgesamt über 50.000 Menschen an vielen verschiedenen Produkten. Darunter befinden sich auch Gefahrstoffe. Trotz aller Vorkehrungen sind Ereignisse nicht völlig auszuschließen. Die alarmierte Werkfeuerwehr eines Chemieparks trifft am Einsatzort die unterschiedlichsten Situationen an, auf die sie blitzschnell und mit sehr speziellen Methoden reagieren muss. Das erfordert einen sehr hohen Ausbildungsstand der Einsatzkräfte und eine ebenso hochspezialisierte Palette an Einsatzmitteln und Ausrüstung. Der Chemparkbetreiber Currenta sorgt am Standort Dormagen mit seinen über 20 angesiedelten Unternehmen für Sicherheit. Und das nicht erst, wenn eine Gefahrensituation entstanden ist. Wir sind hier in Chempark, einem der größten Chemieparks Europas, mit den drei Standorten Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen. Nahezu 55.000 Mitarbeiter sind in den drei Standorten beschäftigt. Alleine hier in Dormagen haben sich über 20 Unternehmen angesiedelt. Das Gelände ist 6 Quadratkilometer groß und 11.000 Mitarbeiter finden hier ihren Arbeitsplatz. Wie sieht das Sicherheitskonzept konkret aus? Sie beginnt mit der Planung der Anlagen, wird fortgesetzt mit einer soliden Errichtung und dem Einbau von apparativen Schutzeinrichtungen, die gefahrbringende Situation von vornherein vermeiden sollen. Die nächste Ebene ist die aktive Sicherheit. Darunter verstehen wir alle Maßnahmen, die bei einem Betreiben der Anlagen verhindern sollen, dass Ereignisse auftreten können, wie zum Beispiel eine intensive Schulung der Mitarbeiter, Übungen, Probealarme, eine sorgfältige Wartung der Anlagen sowie detaillierte Betriebsanleitungen. Und diese übernimmt die Feuerwehr zu jeder Zeit. Auf dem Werksgelände, in den Gebäuden und auch zu Wasser. Dafür haben wir hier zum Beispiel im Bereich der Kaianlagen, im Bereich der Schiffsverladung die Möglichkeit, von der Wasserseite aus mit diesem Löschboot entsprechende schadensbekämpfende Maßnahmen einzuleiten. Dafür ist das Löschboot 365 Tage im Jahr mit einem Schiffsführer besetzt, sodass wir in der Lage sind, innerhalb von 3 Minuten hier mit der Gefahrenbekämpfung oder Gefahrenabwehrmaßnahmen einleiten zu können. In 3 Minuten im Einsatz zu sein, diese Leistung erfordert einiges.